Ui. Zurück wieder im Spiel und ich Vollkoffer habe ich ganz vergessen, dass ich mir die Kampfrüstung anziehe. Also ich habe mir nicht die Kampfrüstung angezogen, als ich gegen die Maulwurfsratten gefightet habe. Deswegen habe ich so schnell so viel Schaden bekommen, weil ich komplett nackt war und nicht mitgedacht habe. Okay, haben wir mal eine Red Axe rein. Ich glaube, irgendwas könnte es da unten noch geben, was Interessantes. Schauen wir mal schnell. Hoffentlich keine Monster. Es gibt auf jeden Fall ein Monster hier unten. Zur Sicherheit. Oh je. Mal Glück. Okay. Die machen ja verdammt viel Schaden. Wartet mal, was ich jetzt machen gehe. Ich gehe doch eine Runde schlafen. Ich gehe noch eine Runde schlafen. Ich habe mir gerade meine ganzen Steampacks verhaut und ich kriege keine zurück. Fallout New Vegas wäre ich da schon tot gewesen. Hört ihr das? Ich weiß nicht, was hier so abgeht. Oh boy. Ist das krass hier. Einfach nur verdammt intensiv. Oh. Schlafen. Schlafen. 2 Stunden. Ach, was ein Schlafsack, so viel wird da geschlafen. Ich hoffe, das sind nicht mehr als 2 Murlocs. Mylux. Mylux. Oh boy. Das selbst mal, dass ich da weiter reingehe. Eigentlich Selbstmord. Okay, ich habe das Licht die ganze Zeit ausgehabt. Gehabt.
Auf was ich wirklich dann schon alles hier drin gekillt hätte und irgendein guter Loothaufen ist, dann würde ich wissen, dass ich den einfach looten kann und abhauen. Falls ich weitere Gegner sehe, dann wird nur abgehauen. Das ist ein Ausgang. Fucking Christ. Ich hier raus teleportiert? Nein, oder? Zu wissen, ich kann der Mine überleben. Ach du, ich habe die nicht gesehen. Natürlich habe ich die nicht gesehen. Diesen Spieler kennt man doch nicht. Ich stehe die ganze Zeit mit einem Fuß schon im Grab. Und alle drei Missionen, die ich zur frühen Verfügung habe, die könnten mich eher ruinieren, als aufzubauen. Es gab nur einen Weg in die Kanalisation in dieser Höhle, in diesem Minen-U-Bahn-Tunnel. Vielleicht war das genau eh der richtige und ich muss sowieso durch die Mylurk-Höhle dadurch. Mich hat nur die erste Claymore. Ja, die erste Claymore hat mich erwischt. Nein, hier gibt es nie. Hier gibt es gute Neuigkeiten im Jahr 2022. Seit drei Jahren schon keine guten Neuigkeiten mehr. Dann wird doch mit Leichen geschlafen. Es wird wieder mit Leichen geschlafen. Red X hat nachgelassen. Natürlich hat es das. Full fifth time charms. Ach du. Ach du. Cola-Heilung? Na, das könnte explodieren. Gehen wir mal ins Frauenklo reinluchsen. Da gibt es frisches Wasser. Steampacks. Ah ja, alles brauche ich. Okay. Männerklo. Hier, was gibt's hier? Das gleiche fast. Sehr gut, sehr gut. Oh, okay, ich muss in den Tunnel wieder runter. Verdammte Minen. Ich wusste, das sind Minen unten. Dass da unten dann die Familie ist und die ganze Familie töten ist nicht ganz möglich. Und das werde ich nicht backen. Ich kann sie ausrauben, das könnte ich machen. Das sind doch noch weitere Minen. Da ist einer.
Da sehe ich jetzt, dass ich nicht schnell speichern kann. Ist das auch eine Mine? Warum kriege ich die nicht markiert? Warum kriege ich die nicht markiert? Verdammt. Das hat noch einen fetten Malloc auch außer. Hier rüber sind die Familie. Was ist hier rüber dann? Nichts. Das gibt hier in den Tunnel doch noch. Ausgang. Den werde ich nehmen für die 10 Erfahrungspunkte. Oh, ein Baby. Ein Bärfalle. Ich wusste es. Ich habe sogar weggeschaut. Krass gefährlich, die U-Bahn-Tunnels. Auch im echten Leben. Habt ihr die Panikklicks gehört? Wahre Panikklicks. Altmetall brauche ich für Walter. Brauche das Geld. Ich sollte nichts trinken, falls da draußen ein Fight ist. Was ich glaube, da ist sogar irgendwas. Irgendwo hier, irgendwo könnte das Gleisgewehr sein. Okay. Warum habe ich so ein schlechtes Gefühl hier? Das ist der andere Tunneleingang. Ja. Ich gehe in den Tunnel. Das ist Yaogwai-Gebiet. Noch immer Vorsicht, das ist ganz schlecht. Wie viel Schaden machen die Bleiröhre? Gar nichts, sind aber auch schon halb tot. Okay, wo ist die Mine? Da ist sie. Da waren wir schon. Eine Baseballmaschine hier. Ich sehe dich. Okay. Wenn es was Explosives wäre.
45, verdammt. Wie hoch bin ich? Das kriegen wir doch auf mit ein paar Mentats. Sag ich ja. War das eine Kampfflinte? Die hätte mich sowieso. Die hätte mich ruiniert. Wird benötigt. Warum habe ich Energiekugeln bekommen? Keine Ahnung. Ich bin gerade so vorsichtig. Ich bin fast drüber gestolpert. Verdammt, wirklich. Jetzt da. Was wäre passiert? Ah ja. Jetzt sehe ich's. Ist das eine Mine? Ja. Hey Dude. Hey, machen Sie mal langsam. Dieser Bereich ist für alle außer die Familie gesperrt. Wo zum Teufel wollen Sie denn hin? Mir ist egal, was Sie brauchen. Dieser Ort ist gesperrt. Und damit basta. Das hört sich nach einem interessanten Problem an. Ich bin gern bereit, Ihnen 100 davon abzunehmen, damit Sie ihn nicht so schwer zu tragen haben. Dann hören Sie auf, mir die Zeit zu stehlen, Sie Mistkerl. Hey, ja? Was wollen Sie denn diesmal? Ja, ja. Hören Sie, ich habe keine Zeit für Ihren Blödsinn. Drehen Sie sich um und gehen denselben Weg zurück, über den Sie gekommen sind. Andernfalls wird man Sie mit einer Schaufel vom Boden kratzen. Ja? Was wollen Sie denn diesmal? Schnüffeln Sie woanders rum. Dieser Ort ist für Neugierige gesperrt. Ja? Was wollen Sie denn diesmal? Ich will einfach mal vorbeigehen. Ach, Sie meinen den neuen Jungen? Ja, Vance hat gesagt, dass bald jemand kommen würde. Sie können rein, aber an Ihrer Stelle würde ich erst mit Vance reden. Sie finden ihn im Zwischengeschoss mit Blick auf den allgemeinen Bereich. Dieses liebliche Loch im Erdboden ist Maresti, das Hauptquartier der Familie. Wir sind eine starke Bande und lassen uns von niemandem etwas gefallen. Außerdem mögen wir keine neugierigen Mistkerle, die zwischen uns herumschleichen und zu viele Fragen stellen. Denken Sie immer daran, dass ich Sie im Auge behalten werde. Das werden wir alle tun. Ich glaube, in jedem Playthrough, das ich bis jetzt gespielt habe, und Fallout 3, habe ich mir die Familie umgebracht. Die haben echt gute Loot hier. Aber... na, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das überleben würde. Okay, rein hier. Wir haben es mal durch den Tunnel geschafft. Trotz all der Minen. Großer Erfolg. Und verdammt viel guten Loot hier. Es wird echt schwer, zu alles zu stehlen. Mal schauen. Mal schauen. Gehen wir mal dämlich über Bunny hoppen. Finden die auch einen Verkäufer hier? Aber ich habe nicht wirklich was, was ich verkaufen kann. Bist du Vance? Willkommen. Willkommen in unserem Zuhause. Meine Leute nennen mich Vance. Ich leite diese Gruppe erschöpfter Reisender und Ausgestoßener, die ein Zuhause brauchen. Welchem Anlass verdanken wir denn die Ehre Ihres Besuchs?
Das hier ist die letzte Bastion der Hoffnung für die Unterdrückten und Missverstandenen. Es ist eine Zuflucht für die Unterdrückten und ein Signalfeuer der Zuversicht für die Tyrannisierten. Wir sind die Überbleibsel der Gesellschaft, weggeworfen wie die abgenagten Knochen nach der Mahlzeit eines Jägers. Ich habe meine Herde unter den ausgetrockneten Sand des Ödlands geführt, um sie in Sicherheit zu bringen und ihr meine Lehren zu vermitteln. Wissenschaftler würden uns Kannibalen nennen, Menschenfleischfresser. Die Gesellschaft bezeichnet uns als Monster, Dämonen und Unreine. Okay, Robert Pattinson, müsst ihr noch was sagen? Ich befürchte, dass das Wissen, das nötig ist, um unsere wahre Natur schätzen zu können, ihr Begriffsvermögen weit überschreitet. Das glaube ich dir gerne. Ihre Worte zeigen mir, warum meine Leute so viel erdulden müssen. Bekehrung impliziert, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ich sehe meine Lehren eher als Verbesserung an. Einen Weg, um unsere kannibalische Herkunft zu überwinden. Eine Aufgeschlossenheit wie die ihre ist unter Menschen eine große Seltenheit. Ich finde das faszinierend. Mhm. Diese Einsicht möchte ich mit einer Lektion über Objektivität untermauern. Wir sind keine Kannibalen mehr, sondern trinken nur das Blut unserer Opfer. Wie würden sie uns denn dann sehen? Dann ist dies wohl ein Rätsel, das sie selbst lösen müssen. In der Zeremonie müssen alle Familienmitglieder ein Gesetz zitieren. Es ist dann ihre Aufgabe, sich an die Gesetze zu halten und sie durchzusetzen. Vielleicht verstehen sie mit diesen Gesetzen, wer wir sind. Kommen sie zurück, wenn sie bereit sind. Ach, goddammit. Dann müsste ich das ein Terminal, den ich hacken könnte, wenn ich Intelligenz hätte. Nicht verschlafen? Nein. Okay, gehen wir mal nach hinten, dort wo ich sicher nicht hin darf. Oh, schau, niemand da, der mich stoppen kann. Ups, ist da gratis Loot etwa? Ein Safe, versteckt, perfekt. Hm. Doch nach rechts, nein, links. Geht doch. Da bediene ich mich doch. Oho. Operatoren im Tisch sind immer gut. Für mich. Für mich. Immer versteckt, ja. Perfekt. Alles. Alles. Schwer. Nipp. Kann ich hier schlafen? Auch nicht. Mensch hat natürlich wieder das fetteste Bett. Was? Schwertschrank? Muss da unbedingt rein. Let me in. Ich glaube, in diesem Spiel gibt es viel mehr Nutzen für Wissenschaft als in Fallout New Vegas. Wow. Oh Gott, Mist. Ja, ich muss mit Leuten reden. Ich hasse es, mit Leuten zu reden. Igitt. Du gibst so viel und
und bekommst so selten was zurück. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Hallo. Was bist du denn? Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Holly und bin die Frau von Vance. Dies ist Meresti, die Heimat der Familie. Das ist der einzige sichere Ort für diese armen Leute. Wenn wir unsere Zeremonien abhalten, muss jeder von uns eines der Gesetze zitieren. Ich zitiere das erste Gesetz. Ergötzt euch nicht am Fleische, ergötzt euch nur am Blut. Das ist unsere Stärke. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Okay. Möchten Sie wieder mit mir reden? Nein. Ich kann es in Ihren Augen sehen. Sie haben noch nicht dieses Leuchten der Erkenntnis. Reden Sie weiter mit meinen Leuten. Unsere Gäste dürfen nach Belieben im allgemeinen Bereich unserer Heimat umherstreifen. Was brauchen Sie denn? Brauchen mehr Gesetze. Ich fürchte, Vance hat ihn isolieren lassen und ich habe keine Möglichkeit, die Befehle von Vance zu umgehen. Er ist ein guter Junge. Ich glaube, Vance wird ihn bald auf den rechten Weg führen. So wie er es mit jedem von uns getan hat. Sie kapieren es wohl einfach nicht, oder? Wir sind seine richtige Familie. Verstehen Sie? Wie ich schon sagte, befindet er sich in der Isolation. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Nein, es war nicht schön, mit dir zu reden. Okay, mit Leuten reden. Ich hoffe, Sie planen. Mit der Familie. Ich hoffe, er fragt mich nicht danach. Ich hoffe, das wird echt kein Quiz. Oh Gott, das wird doch reichen, oder? Jetzt muss ich mir das echt unterschreiben. So viel gute Loot. Verdammt. Ich muss ja alle umbringen. Hey, Brianna. Ich bin überrascht, dass du mich nicht kennst. Ich heiße Brianna. Ich kümmere mich hier um die Männer. Jedenfalls um die Junggesellen. Wenn wir uns alle im allgemeinen Bereich versammeln, hält Vance seine Vorträge. Jeder von uns muss dann ein Gesetz zitieren. Mein Spruch lautet: Empfanget nicht das Kind, empfanget nur den Verbannten. Das ist unser Schicksal. Irgendwie wunderschön, nicht wahr? Nein. Tschüss, Schätzchen. Ja, kannst nicht mal. Wer bist du? Ich dachte, ich würde jeden in der Familie kennen. Aber sie kenne ich noch nicht. Sie müssen zu Vance Neulingen gehören. Ich heiße Justin. Ich bin selbst erst seit kurzem hier. Vance lässt jeden von uns ein Gesetz auswendig lernen. Und bei Versammlungen im allgemeinen Bereich müssen wir es laut aufsagen. Irgendwie unheimlich. Ich musste das vierte Gesetz auswendig lernen. Suchet nicht das Licht der Sonne, begrüßet nur das Schattenreich. Das ist unser Schutz. Ian, was wollen Sie denn von ihm? Es sind die Anschauungen der Außenstehenden, die ihn überhaupt erst hierher getrieben haben. Es tut mir leid. Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Ja, ich weiß. Er hat es mir erzählt. Überrascht Sie das? Ian war dort, als es passierte. Er hat nichts unternommen. Wenn Sie nach dem Grund suchen, liegt die Antwort doch auf der Hand. Er gehört jetzt zu uns. Er ist einer von uns. Verwehren Sie ihm nicht sein Zuhause, auf das er ein volles Anrecht hat. Ich weiß nicht mehr. Nur, dass Vance gesagt hat, er dürfe in der Meditation... Woher wollen Sie das wissen? Wenn Sie so mit ihm reden, wie ich es getan habe, werden Sie erkennen, dass er eindeutig zu uns gehört. Ian vertraut mir. Wir haben ein besonderes Verhältnis zueinander.
Ich bin vielleicht der einzige wirkliche Freund, den er auf der ganzen Welt hat. Als Familie können wir diesen Dreckskerlen da draußen, die uns für Verlierer halten, alles hervorragend heimzahlen. Wenn Vance nicht gewesen wäre, würden mich heute noch diese Wachen in Rivet City ständig windelweich prügeln. Also, Vance hat mir erzählt, dass dieser Ort Miresti heißt. Er wurde nach einer Stadt überm Ozean in einer Gegend namens Rumänien benannt. Ich verstehe. Ja. Tschüss. Ah, du noch, dann ist die Folge vorbei. Nicht getroffen. Ich heiße Alan. Was wollen Sie denn? Oh, warten Sie. Vance sagte mir, wenn ich an die Reihe komme, sollte ich etwas Bestimmtes aus seinen Lehren aufsagen. Ach ja, das dritte Gesetz. Beköstigt euch nicht zum Vergnügen, beköstigt euch nur zur Erhaltung. Das ist unsere Würde. Puh, schon fast vergessen. Ich habe hier keinerlei Befugnisse. Ich bin selbst erst seit kurzem hier. Justin hat versucht, mit Ian zu reden, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Vielleicht sollten Sie einmal mit ihm sprechen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Oh. Ja. Sehen wir uns gleich wieder. Wir uns auch. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir sind mal fertig hier mit dieser Familie.